So, dann schauen wir doch mal, ob der Ton funktioniert. Der klassische Tontest. Ich sag mal Hallo in die Runde. Ja, hallo, willkommen beim heutigen Stream. Ja, hier ist Tanja von den Hausies und natürlich Familie Enterich, ganz zaghaft gedrückt. Und ja, ich freue mich, dass der ein oder andere heute hergefunden hat. Ein bisschen Werbung habe ich ja gemacht. Und ach, hallo, schön, dass du da bist. Ja, schön. Ton funktioniert, ja, schön, schnelle Reaktion vom Chat, das finde ich ja supi. Ja, ich habe heute wieder ein Spiel, was ich euch zeigen möchte. Ist eine Neuheit, die jetzt zur Spielmesse hoffentlich ja verfügbar sein wird, rauskommen wird, unterwegs ist hoffentlich schon. Und ja, ihr habt es schon am Titel gesehen, was ich denn hier liegen habe. Und ja, hallo Raikotan, schön, dass du auch da bist. Hallo, willkommen. Ja, was habe ich denn heute dabei? Ich habe heute ein kleines, schönes, feines, ja, Zwergenspiel dabei. Also wenn ihr ja Zwergenspiele mögt, dann seid ihr hier richtig. Und ja, das ist halt eine der Neuheiten von der Rita Model und von Skellig Games, ne? Und das ist jetzt so ein Vorab, ja, Exemplar, was ich hier habe. Und ja, hallo Batti, willkommen. Ja, das ist ein Vorab-Exemplar. Und ja, die neuen werden demnächst dann hoffentlich zur Spielmesse da sein, dass ihr die dann auch bekommt, wenn ihr da Interesse habt. Wir haben die ersten Partien schon gespielt. Kann ich ja schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir uns ja auf das Solo-Modus hier stürzen. Das Spiel ist ja für ein bis vier Spieler. Und bis jetzt haben Thorsten und ich es zu zweit gespielt. Und die Solo-Partie heute, das wird dann das erste Mal, dass ich Solo spiele. Und ich bin gespannt, wie die Karten mir gewonnen, ja, wie die mir gewonnen sind, ob sie mir fröhlich gewonnen sind oder nicht so fröhlich. Ich habe, ja, die ersten Partien kann ich gleich euch mal zeigen, die Zettel. Wie die Zettel aussehen, wenn die ausgefüllt sind, waren ganz lustig. Erste Partie habe ich gewonnen. Haben wir mit zwei Karten gespielt. Zweite Partie haben wir gesagt, okay, jetzt können wir manchmal eine Stufe weiter spielen, weil es gibt verschiedene Stufen bei dem Spiel. Das erkläre ich euch gleich. Bei der zweiten Partie habe ich dann voll versagt, habe zwei Fehler gemacht. Fehler werden wohl nicht so verziehen in diesem Zwergendorf. Und ja, und beim dritten Spiel, da habe ich wieder, ja, das Ufer gesehen, habe wieder mein Dorf gut zusammengehalten, gut aufgebaut und da hat es sehr gut geklappt. Und was genau, ja, wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, das zeige ich euch gleich in der anderen Perspektive. Habe hier so ein bisschen aufgebaut. Wir brauchen ja nicht viel Platz. Das ist also auch ein ideales Spiel, was man halt im Solo-Modus auch mal eben hier so im Stream zeigen kann. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ganz spontan, also wann habe ich das, ich glaube letzte Woche, Freitag oder so, stand für mich schon fest, das ist ein guter Titel, den ich halt im Stream zeigen kann. Und ja, ich zeige euch nochmal den Karton. So sieht der, dieses Vorexemplar aus. Oh, so sieht das von der Rückseite aus. Das sind ja die meisten auch immer sehr interessiert, wie das aussieht. Zeige ich auch mal eben. Ja, wie gesagt, für ein bis vier Spieler ab 10 Jahre, 30 bis 45 Minuten. Also wir haben ein bisschen länger gespielt. Ich glaube, wir haben so um die 50 Minuten haben wir gespielt. Aber wir haben auch in Ruhe gemalt, gezeichnet. Na, das ist ja auch ein Zeichenspiel. Also wenn man dann ein bisschen ja, zeichnet, jetzt habe ich was runtergeworfen. Wenn man dann zeichnet, dann braucht man halt ein bisschen länger vielleicht. Und man muss sich halt auch erst gewöhnen an das Material. Und aber das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt glaube ich, habe ich vorher genug dazu erzählt. Jetzt werde ich schon mal die Perspektive wechseln, damit ihr überhaupt wie aussieht, wie das Ganze aussieht. Ob der Solo-Modus sich vom Mehrspieler-Solo nee, also es ist keine große Änderung. Also wenn man das Grundspiel spielt, dann kann man auch das Solo spielen. Solo sind jetzt nur zwei, drei Änderungen, weil man halt die Karten ja nicht mehr draftet. Ne? Deswegen hat man halt natürlich, wenn man alleine spielt, ist dann halt eine Änderung bei den Karten. Da ist der Zufallsmodus noch dabei, dass man halt
auch die Karten zufällig bekommt. Aber das zeige ich euch gleich. Wenn man halt mit mehreren spielt, dann draftet man halt die Karten in den einzelnen Phasen. Es gibt ja Kartenphasen und da ist halt jetzt die Regel etwas anders. Und bei der Endwertung ist auch nochmal eine Regeländerung. Also das ist also auch nicht viel. Also wenn ich euch zeige, wie das funktioniert, dann könnt ihr das auch mit mehreren Leuten spielen. Die Grundregeln. Ne? So, dann würde ich sagen, ich schalte jetzt einfach mal um. Mal gucken. Dann seht ihr das auch hier. So. Dann, ja, so die Perspektive habe ich jetzt gewählt. Also, hier haben wir jetzt den großen Block. Also, das ist ein wirklich großer Block. Man sieht ja hier, ich sag mal, wenn ihr meine Hand seht, ne? Das ist wirklich, der ist so groß wie der Karton. So groß ist der Block. Der füllt den Karton von innen aus, sag ich mal. Ist also ein etwas größeres Zettelchen, mit dem ihr arbeitet. Und was ich gerade am Anfang sagen kann, was ich schon mal sehr gut finde. Ach, hallo Rita. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, also das, was ich jetzt schon sehr gut finde von den ersten Partien, was ich eigentlich schon sagen kann, was mir sehr gut gefällt, das sind hier die einzelnen Wertungsphasen, die wir hier auf den Karten sehen. Das heißt, wir haben wirklich eine Anleitung während des Spiels, in welcher Phase befinden wir uns. Wir sehen genau, wie weit ist die Kartenphase, wann geht die nächste Phase, die Produktionsphase, das erkläre ich euch alles gleich. Das sieht man also wirklich anhand der Karten, die auslegen, sieht man. Wie muss man circa kalkulieren? Ne? Also am Anfang verschätzt man sich vielleicht hier und da und nimmt vielleicht zu viel Ressourcen und hat dann hinterher Pech, weil das Dorf überflutet wird. Ich kann euch mal schon mal einen Zettel zeigen. Also wie das dann aussieht, wenn man es spielt. Wir haben ja hier noch das fertige Zettel. Und ich glaube, ich habe immer ein falsches Karma teilweise gehabt. Den ersten Zettel, das erste Dorf habe ich Pleitedorf genannt. Keine Ahnung warum. War einfach so, habe gesagt, okay, nimmst du Pleitedorf aus Spaß. Und da war das aber so, da habe ich 56 Punkte gemacht fürs erste Mal. Fand ich ganz gut. Und ja, dann war ich, kommt das hier, dann war ich so motiviert, weil erstes Spiel habe ich gegen Thorsten gewonnen, obwohl er die Regeln ja kannte und ich nicht, war ich sehr motiviert. Dann habe ich beim zweiten Spiel, habe ich dann Nase hoch in den Wind gehalten und habe das dann Winnendorf, also ne, Gewinnerdorf genannt. Und bei dem Spiel habe ich ganz, ganz schlecht gespielt. 29 Punkte habe ich nur erreicht, ganz viele Minuspunkte gemacht. Und ja, und dann habe ich hier beim dritten Mal, dann war ich schon ein bisschen ausgeglichener. Ja, da habe ich aber auch das Dorf Hope genannt. Und, ach schön, Rita, du antwortest mit, das ist gut. Ja, es ist nicht ganz DIN A4, genau, ist ein bisschen kleiner. Aber geht so in die Richtung. Also ist auf jeden Fall größer als A5. Und ja, dann habe ich es hier ja, 110 Punkte gemacht. Und da habe ich auch hier die oben, ich nenne die mal Joker. Die Mützchen, die habe ich nicht benutzt. Und ja, da ging es ein bisschen besser. Also, man muss da am Ball bleiben, darf sich nicht verkalkulieren, weil der Platz ist natürlich sehr begrenzt irgendwann. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal, worum das Ganze denn überhaupt geht. Wir haben hier quasi ein Dorf, das wir bauen wollen. Ne, das seht ihr hier an dem Beispiel. Und wir bekommen am Anfang, ich habe jetzt das einfache Beispiel genommen, zum zeigen, haben wir jetzt zwei Karten, zwei Hauptzielkarten, so will ich das mal nennen. Und die werden wir dann gleich gucken, dass wir die erfüllen können, um die Punkte hier unten zu bekommen. Hier haben wir zum Beispiel für eine geschlossene Mauer mit je mindestens 4 Tavernen und 10 Zwergen bekommen wir einmalig 14 Punkte. Und hier haben wir noch ein anderes Ziel. Je 3 zusammenhängende Minen bekommen wir 3 Punkte. Ja, das sind also diese Hauptzielkarten, die dann öffentlich ausliegen, die halt, wenn man mit mehreren Leuten spielt, die halt jeder vor Augen hat. Und ja, hier ist es dann so, dass man hier die Ressourcen, die wir hier, wir haben ja hier verschiedene Karten, die zeige ich euch gleich auch. Da sind verschiedene Motive drauf. Und hier haben wir Ressourcen.
Und diese Ressourcen, die kreuzen wir hier oben an, nachdem wir die Karten gedraftet haben, beim Mehrspielermodus. Und wir haben zwei Karten, die wir dann hier verteilen mit den Ressourcen oder halt gegebenenfalls, manchmal haben wir auch irgendwelche Specials. Hier zum Beispiel, hier unten steht, wenn man die Karte behält, mit den meisten Minen bekommt man 12 Punkte. Hier ist es dann im Solo-Modus, da hat man dann halt, da ist die Vorgabe ein bisschen anders. Da muss man dann eine Mindestzahl erreichen, weil die meisten Minen kann man ja alleine nicht haben. Und da ist halt eine kleine Änderung, ne? Wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann ist halt so, der, die die meisten Minen hat und diese Karte hat, der bekommt 12 Punkte. Man muss also, wenn man mit mehreren Leuten spielt, trotzdem, auch wenn jeder so ein bisschen, ich sag mal, solitär spielt, jeder tut ja für sich so, dass ich sag mal, einpuzzeln, die Ressourcen und das, was man halt hinterher in der Produktionsphase bekommt, puzzelt man ja quasi ein. Und man muss aber trotzdem bei den Mitspielern immer hingucken, dass man, wenn man solche Aufgabenkarten hat, dass man das im Auge behält und nicht nachher eine Aufgabenkarte hat, die man nicht erfüllen kann, weil der Mitspieler halt dann doch ein bisschen mehr, jetzt in dem Fall, Minen gebaut hat. Dann ist es natürlich Quatsch, wenn man dann so eine Zielkarte hat, die man halt auch sammelt. Hier haben wir eine Stelle, Zielkarten, ne, die werden offen ausgelegt, die sammeln wir hier quasi. Und drei Zielkarten am Ende dürfen wir uns aussuchen von allen. Die werden dann halt in die Wertung mit eingeflossen. Aber von allen Karten, die wir hier liegen haben, dürfen wir nur drei nehmen. Dann haben wir hier noch Baukarten, die offen ausliegen. Da können wir uns dann hinterher bei der Produktionsphase entscheiden, ob wir die benutzen oder nicht. Die sind dann auch hierbei. Hier, wenn man die Karte hat, ist am Ende vielleicht interessant. Da ist es halt so, dass man halt dann zwei weitere Holz braucht. Also man muss dann drei Holz haben plus zwei, ne? Also ein Holz plus zwei sind drei. Also drei Holz brauchen wir dann für die Taverne. Ist am Ende schon sehr gut, weil wenn der Zettel immer voller wird, und wir keine Taverne mehr bauen können, das hatte ich ja bei einem Spiel, ne? Das kann ich euch mal zeigen. Hier. Das ist eigentlich ein gutes Vorführbeispiel. Hier, wenn man zu viel baut und man möchte dann nicht bauen, dann kann man Bäume fällen. Hier beim ersten ist es nicht so schlimm, wenn man was nicht bauen will. Dann kriegt man halt keine Minuspunkte. Aber wenn man schon das zweite nicht bauen will, dann bekommt man minus zwei. Dann geht es halt immer weiter. Die unterste Zahl zählt dann immer. Hier halt minus 5, minus 10 oder minus 20. Und minus 20 haut richtig rein. Das habe ich hier bei dem Spiel gehabt. Deswegen kam ich nur auf 29 Punkte, weil mir ja, 20 Punkte minus wegen der abgeholzten Bäume war. War ein bisschen ärgerlich. Da haben die Tavernen mich am Ende halt reingerissen. Weil wir haben ja verschiedene Karten. Also wir haben einmal die Kartenphasen, da draften wir die Karten. Und dann haben wir die Produktionsphase. Die Produktionsphase, das ist dann hier abgebildet. Da sieht man immer, was man halt in den Karten sich erdraftet hat, was man eingezeichnet hat. Das kann man dann ja umsetzen. Quasi hier zum Beispiel für einen so einen Taler bekommt man einen Zwerg, für ein Holz bekommt man eine Mine und so weiter. Und das muss man ja bauen. In der Produktionsphase muss man für jede Ressource, die man da hat, wo halt die Möglichkeit besteht, muss man das bauen. Es sei denn, man fällt einen Baum, dann muss man nicht bauen. Ja, dann haben wir aber auch hier oben noch, ich nenne die mal die Joker, hier diese Zipfelmützen. Wenn wir was bauen wollen und aber nicht genug Ressourcen haben, dann können wir hier eine Zipfelmütze durchstreichen und uns halt die Ressource eintragen und die halt benutzen, wie man halt Ressourcen benutzt. Das zeige ich euch gleich bei den Karten genau. Und das habe ich jetzt noch nicht benutzt. Thorsten hat schon mal mit den Zipfelmützen gearbeitet, ich noch nicht. Ich war immer eher bedacht, dass ich hinterher dann, dass ich halt nicht zu viel baue. Ich habe eher die Bäume gefällt. Ja, und wenn man das hier alles gespielt hat, man sieht, es sind in der 10. Phase, das ist dann hier oben, ne, die 10. ist die Wertungsphase, dann wird dann das hier gemacht. Das heißt, man schaut dann zusammen, hat man die Zielkarten erreicht? Hat man dann die Zwergenkarten, also die Zwergenkarten, hat man die erreicht? Und dann kommt halt die meisten Taverne, die meisten Schmiede. Da kriegt man auch noch Punkte für. Aber jetzt bei der Schmiede ist nicht ganz so viel, 4 Punkte. Und dann für gefällte Bäume kriegt man halt Minuspunkte, die man hier ausgetragen hat.
Ja, und so sieht das dann aus, wie das dann eingezeichnet ist, zum Beispiel. Manchmal, gut, jeder zeichnet etwas anders. Und ja, dann, ich zeige das mal, das ziehe ich mal hier runter. Das untere habe ich ja euch gezeigt, das schiebe ich dann immer hoch und runter, weil das ist jetzt etwas von der Größe her so, dass ich das halt eher so mache, dass ihr dann sehen könnt, wie ich das gleich mache. Hier, ich habe so ein kleines Gimmick, ganz lustig. Da könnt ihr euch erstmal euren Zwerg einzeichnen. Das könnt ihr da machen. So, dann hier gegründet von, ja, Tanja Zwergendorf. Das nenne ich jetzt mal Twitch. Sehr originell. So, wir haben hier zwei, ich sag mal, Kartenablagestellen. Wir haben ja zwei Karten, die wir draften, das habe ich ja schon gesagt, die mit denen wir spielen. Und die legen wir dann hier ein, hier an. Und hier tragen wir dann die Ressourcen ein. Und dann, wenn die Ressourcen eingetragen sind, dann kommen die Karten weg. Beziehungsweise hat die Karte hier sowas hier, hier unten, ist das eine Zielkarte, dann wird das halt hier zum Ziel hingelegt. Und ist das halt was Blaues, was ich gerade auch schon in der Hand hatte, dann kommt es hier oben noch hin. Und ansonsten kommen die Karten aus dem Spiel, wenn man sie eingetragen hat. So. Ach, hallo Thorsten. So, also. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Karten. Ich hoffe, ihr seid soweit mitgekommen oder habt ihr schon mal irgendeine Frage zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe? Jetzt kommen wir nämlich zu den einzelnen Karten, was man denn einzeichnet. Und zwar, ja, ich fange vielleicht hier mit dieser Karte mal an. Wir haben hier einmal eine Oder, ja, eine Oder-Karte, wenn ich es mache, sag ich mal. Wir haben hier einmal Ressourcen, die wir einzeichnen, oder, deswegen steht hier oder diese Ressource. Ne? Also erst entweder kriegen wir da so, ich glaube, ein Bierkrug ist das hier, ne? Bierkrug oder Geld, oder wir nehmen uns Ziegelsteine. Ziegelsteine nehmen wir zwei, oder wir nehmen jeweils eine Ressource. Also die Zahl, die drunter steht, ist immer die Ressource Anzahl, klar. Das nehmen wir einmal, und dann nehmen wir noch, was unten ist. Da ist es aber auch wieder eine Oder-Sache. Auf der einen Seite ist zum Beispiel hier, ne, zwei Bierkrüge mal zwei oder zweimal Geld. Und dann müssen wir uns entscheiden, was wir jetzt jeweils einzeichnen. Das haben wir dann bei den anderen Karten auch, ne? Hier haben wir hier oben. Hier ist es aber zum Beispiel, das ist eine grüne Karte. Da ist es so, da kriegen wir Bäume. Ist vielleicht interessant, wenn man halt merkt, dass man zu viel Ressourcen hat. Dann könnte vielleicht interessant sein, die Bäume zu haben, bevor man nachher sich verbaut und keine Bäume mehr hat, die man abreißen könnte. Also, wie gesagt, man fängt ja hier bei minus 2 an und es kann bis minus 20 gehen. Wenn ich aber hier zwei Bäume habe, die ich noch einzeichnen kann, dann kann ich ein paar mehr Bäume für 0 fällen. Ist nicht schlecht, habe ich bis jetzt aber noch nicht benutzt gehabt. Ja, hier haben wir nochmal überall das Gleiche. Das sind alles die gleichen Karten. Hier haben wir wieder mit einem Baum, zwei Holz oder zwei Bier. Und das untere kriegt man dann immer zusätzlich, ne? Also, das sind immer zwei Sachen, die man kriegt, jeweils oben und unten. Hier haben wir alles nochmal das Gleiche. Genau. Auch wieder. Ja, und so entscheidet man sich hinterher dann, welche Karten man nimmt. Also, welche Ressourcen man nimmt. Entschuldigung. So. Die habe ich alle erklärt. Die mische ich dann gleich nochmal durch. Beim Solospiel muss man wohl darauf achten, dass man Rohstoffkarten, Zielkarten und die Baukarten, dass man die in der richtigen Reihenfolge hat, weil man am Anfang ja die Karten zieht bei der Solopartie und einen separaten Nachziehstapel macht, weil halt dieser Nachziehstapel halt das Draften mit einem Mitspieler simuliert, sage ich mal. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier auch noch verschiedene Karten. Hier haben wir zum Beispiel hier, wenn sowas ist, dann sind das Siegpunkte, die habt ihr schon. Ne? Kann interessant sein, aber 5 finde ich jetzt persönlich ein bisschen wenig. Hier haben wir zum Beispiel 3 Münzen, kriegen wir dann 3 Siegpunkte, wenn man 3 Münzen hat, aber maximal 12. Das steht dann bei den Karten ja auch immer unten drauf, maximal 12. Hier zum Beispiel für eine geschlossene Mauer kriegt man 7 Punkte.
Hier werte eine der Zielkarten in der Mitte, für die du die wenigsten Punkte bekommst, nochmal. Kann auch interessant sein. Also hier haben wir hier unten mal irgendwelche also Zielkarten. Ja? Und wie gesagt, die kann man sammeln, wie man möchte. Immer drei werden am Ende aber nur gewertet. Da muss man sich am Ende dann entscheiden, welche drei man nimmt. Hier, die sind ganz wichtig, die Karte, die hatte ich auch schon mal. Ich glaube, die hatte ich sogar dann, als ich die ganzen Bäume gefällt hatte. Pro nicht gefällten Baum kriegt man drei Siegpunkte. Wenn man alle gefällt hat, ist das schon eine Siegkarte, die man nicht bekommt. Aber das, was oben eingetragen ist, das bekommt man alles. Hier haben wir zum Beispiel direkt eine Mine, die man einzeichnen kann. Oder man kann halt einen Zwerg nehmen bei dieser Karte. Und Zwerge und Minen kriegen wir eigentlich erst hier unten in der Produktionsphase. So. Ja, hier, da wird dann die Mauer eingezeichnet. Das ist das Zeichen für die Mauer. Hier haben wir dann die Schmiede. Die Schmiede ist eigentlich auch etwas, was man hier für die Ressourcen bekommt. Ja, wenn man Geld und Bier hat, kriegt man die Schmiede. Ja, und so geht das dann weiter. Also wie ihr seht, das sind dann halt die Zielkarten. Mischt die mal schön. Die anderen Karten habe ich auch nicht gemischt. Die mische ich gleich auch nochmal. Und dann ziehe ich von allen etwas in der Reihenfolge wie vorgegeben. Das zeige ich euch noch den dritten Stapel. Das sind dann die Baukarten. Sind eigentlich auch, man sieht es, man erkennt die Karten dann von hinten auch. Alle sind alle, kann man schnell erkennen. So, hier haben wir zum Beispiel, das ist dann interessant, das habe ich ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, wenn man sowas hat, dass man halt dann etwas verlängern kann quasi. Ne? Wenn man viele Ressourcen hat, man aber nicht mehr so viel bauen möchte, dann kann man hier zum Beispiel das verlängern, wenn man so eine Baukarte hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so viel Holz, ich möchte aber jetzt nicht mehr so viel Minen oder so bauen, weil die mir keine Punkte bringen oder, ne? Dann kann man sagen, okay, dann benutze ich die Karte und lasse die aktiv. Und dann bekommt man halt die Minen erst quasi, ja, 2+ Holz, das heißt, ein, drei Holz sind das dann. Ne? Da muss heißt, das heißt mal für drei Holz kriegt man dann eine Mine. Kann gut sein, wenn man halt am Ende sehr voll schon alles hat. Am Anfang habe ich sie jetzt noch nicht so sehr benutzt. Ne? Aber so haben wir das dann für verschiedene Produktionsphasen. Ne? Für jede Mauer oder für die Taverne. Ne? Das ist dann alles hier eigentlich selbsterklärend auf den Karten. So, dann mische ich die auch schon mal. Die haben wir dann auch vorbereitet. Ja, hier haben wir die einzelnen Kartenphasen. Die sind auch gut beschriftet. Dann sieht man ganz genau, was man machen muss in den einzelnen Phasen. Wir haben ja 10 Phasen. Und man hat halt auch einen Blick, wie weit man ist. Ne? Hier sieht man ja, hier haben wir 3 Kartenphasen, wo wir also Ressourcen kriegen. Dann ist halt eine Produktionsphase. Dann kommen nur 2 Kartenphasen, Produktionsphase, und dann ist wieder nur eine Produktionsphase und dann kommt die Wertungsphase. Dann, das habe ich ja, die Zielkarten habe ich ja auch schon gezeigt, ne? Das sind die, die ich rausgesucht habe. Es gibt aber noch mehr Zielkarten, es gibt also verschiedene Variationen, die kann man dann dementsprechend, wie man halt, ob man jetzt Anfänger ist oder ob man fortgeschritten ist, kann man sich die dann raussuchen, die Karten. Verschiedene Sets sind das. Und wird auch in der Anleitung empfohlen, jeweils, wie man halt sich weiterentwickelt. Und dann gibt es halt auch noch verschiedene weitere Phasen, dass man halt zum Beispiel in einer nächsten Phase hier eine Reihe wegstreicht, dass das also schwieriger wird. Ne? Und man kann auch, es gibt noch eine Ärgerphase, die haben wir noch nicht ausprobiert, Thorsten und ich. Wobei wir ja, wir sind ja. Was sagst du, Rita? Nimm doch neue Zielkarten für dich. Ja, meinst du, dass es schwieriger wird? Ich möchte doch hier glänzen und nicht direkt so schwierig hier haben. Oh, schon direkt neue Zielkarten. Ja, ich könnte auch eine andere nehmen. Also es gibt andere Zielkarten. Genau. Man kann die Zielkarten, was ich gerade gesagt habe, man kann die halt variieren, wie man möchte. Und ich wüsste jetzt aber nicht, welche. Ja, lustig. Ja,
Vielleicht, also ich erkläre jetzt erstmal so, weil ich ja das Spiel erklären möchte, dann finde ich erstmal wichtiger, dass man doch für einen Anfänger das erklärt, damit es nicht so schwierig wird. Es denken doch alle direkt, das ist so schwierig, das Spiel. Nein, die erste Phase ist doch die freundliche Phase, will ich sie mal nennen. Hinterher wird es nicht mehr nett. Und das, was ich gerade noch gesagt habe, genau, es gibt halt noch, das haben Thorsten und ich noch nicht ausprobiert, es gibt halt noch eine Ärgerphase, noch eine Ärgervariation. Und Thorsten, ich stehe ja eigentlich auf Ärgerspiele, also die werden wir demnächst auch noch machen. Die haben wir aber noch nicht gespielt, weil ich halt, wie gesagt, beim zweiten Spiel so schlecht gespielt habe, dass ich mich erstmal wieder aufbauen musste und dann beim dritten Spiel halt wieder ein bisschen besser war. Und ich glaube, jetzt können wir demnächst mal die Ärgerphase, das können wir mal ausprobieren. Werde ich dann bestimmt irgendwann mal in einem gespielt berichten. Ja, also das ist, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Dann muss ich auch glänzen in der Ärgervariation. Ja, werde ich berichten, werde ich berichten. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich glaube, ich habe es auch verstanden. Das Problem ist, also man muss ganz wichtig, wenn ihr das spielt, das hatte ich beim zweiten Mal falsch gemacht, ich habe die Zielkarten falsch gelesen, mein Kopf hat irgendwas umgedacht und ich habe, ihr habt nämlich hier, das zeige ich euch mal, ihr habt ja hier jetzt drei zusammenhängende Minen. Ne? Das ist ja hier schön gezeigt. Das muss man halt machen. Man muss halt die Minen so hinlegen beim Zeichnen. So sollte man es nicht machen. Deswegen rot, ja, so nicht. Und wir hatten eine Zielkarte bei einer Variation, da waren halt zwei in Rot und eine in Weiß und ich habe irgendwie das Rote, dann nach dem Roten bin ich gegangen. Und hinterher habe ich keine Punkte gemacht und habe mich gewundert. Und Thorsten hat sich beim Spielen schon gewundert, warum ich so anders gespielt habe. Aber ich habe dann irgendwie nicht richtig gelesen. Es war schon spät, ich glaube, weiß nicht, 12 Uhr nachts oder 11:30 und ich war müde an dem Tag. Aber jetzt weiß ich, so einen Fehler mache ich nicht nochmal. Es passiert halt. Lernfehler. Aber das kann ja bei jedem Spieler passieren. Vielleicht habe ich es auch unterschätzt. Ne? Also das erste Spiel war so leicht. Und dann habe ich es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Ja? So ein Liebeszwergenspiel. Ja, okay, dann machen wir das mal. Ja, und dann auf einmal, jo, doch nicht so lieb. So, genau. Jetzt will ich doch hier mal ein bisschen euch das Spiel zeigen. Und so, jetzt muss ich hier erstmal die Karten, das ist bei der Solo-Variante. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Wasser. Jetzt muss ich ja vorbereiten. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Also, ich muss ja jetzt, wie viel waren das? Ich glaube, 12 Karten, ne? Vorbereiten. Erstmal von jedem. Ich habe das ja richtig hingelegt. Erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ich hoffe, dass ich richtig gemacht habe. So, das ist ja für die zweite Draft-Phase quasi, weil ja der Mitspieler fehlt. Das ist also quasi der Mitspieler, der mir gleich die Karten gibt, was so übrig bleibt. So, damit ihr das auch seht, ich lege die jetzt erstmal hier hin. Glaube, damit ich, oder ich lege sie so hin. So. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das hier mache. Oder ich lege die Phasen jetzt woanders hin. Nee, ich glaube, ich lege das. Ach, ich lege das hier hin. Ich zeichne ja gerade gar nicht. Dann lege ich die gleich wieder zur Seite. Dann machen wir das so. Also, so. Als erstes ist es halt so, man nimmt quasi von jedem eine Karte. Von allen drei. Ne? Also wir haben Rohstoffkarte, Zielkarte und Baukarte. Wir nehmen jeweils drei Karten. Und jetzt schauen wir uns die drei Karten an. Und eine von den Karten nehmen wir dann jetzt. Und ja. Je drei Steine kriege ich drei Siegpunkte. Sieht schon sehr interessant aus. Und da ich ja auch sowieso hier an dem Ziel habe, dass ich eine Mauer bauen muss, eine große, finde ich das eigentlich ganz interessant. Weil die Mauer kann man ja nur mit Steine bauen. Okay, dann die Karte nehme ich jetzt. Die legt man ja quasi hier oben hin, ne? Das ist ja die erste Karte. Wobei, ja, wenn man jetzt mit mehreren spielt, dann ist man natürlich erstmal verdeckt. Aber da ich alleine spiele, kann ich mir die ja schon einfach mal da hinlegen.
So, und jetzt ist es normalerweise so mit mehreren Leuten, dann geht das mit den Karten immer hin und her und die dritte Karte wird entsorgt quasi. Und jetzt ist es halt so, dass ich jetzt hier, die kommen jetzt weg. Die werden beide entsorgt, Ablagestapel, kommt zur Seite. Dafür muss ich jetzt, wenn ich es richtig mache, ich hoffe, Rita, den Stapel andersrum. Also, okay. Dann nehme ich jetzt die nächsten zwei Karten, weil, wenn ich jetzt einen Mitspieler habe, gibt der mir ja jetzt zwei Karten. Ne? Das simuliert ja jetzt den Mitspieler. Jetzt habe ich zwei Karten und davon suche ich mir eine aus. Die 5 Punkte ist sehr verlockend, aber ich finde 5 Punkte als Siegpunkte eigentlich wenig. Ich werde das nehmen. Die kommt weg. Die kommt dann auf den Ablagestapel. Und dann ist das jetzt meine zweite Karte. Die lege ich jetzt erstmal zur Seite. Jetzt kommt ja die Einzeichenphase quasi. So. Ja, ich hoffe, ihr seht genug. Wenn nicht, dann muss ich irgendwas, dann muss ich da oben den Chat oder was, das muss ich dann wieder wegmachen. So, jetzt habe ich ja hier die erste Karte. Da habe ich jetzt, kann ich mich entscheiden. Entweder ich nehme eine Mine. Moment, ihr seht das nicht wegen dem Chat. Also entweder nehme ich die Mine oder ich nehme, zwei Zwerge. Und ich entscheide mich, jetzt muss ich mal gucken, was die Zielkarte, eine der Zielkarten waren ja, ich muss 10 Zwerge in meiner, ja, in der Mauer haben. Das heißt, ich werde mich wohl, wobei, ich habe ja auch noch die zusammenhängenden Minen. Das heißt, da könnte ich auch drauf gehen, wenn ich das nehme. Ich glaube, ich nehme erstmal die Mine. Genau, ich werde einmal die Mine nehmen. Das heißt, das hier wird in dem Fall jetzt direkt eingezeichnet. Jetzt mache ich das hier hin. So, erledigt. Und die zweite Karte. Da entscheide ich mich jetzt entweder ja, Stein oder Holz. Ist beides interessant. Ich bin immer viel auf Holz gegangen. Stein brauche ich ja auf jeden Fall auch. So, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, das Stein nehmen. So, na, jetzt nehme ich den Stein. Das heißt, ich kreuze hier oben Stein an. Eins, zweimal. Und jetzt zeichne ich hier die Steine ein. Jetzt waren bei den Zielen keine Besonderheiten bei den Steinen. Deswegen kann ich die einfach so einzeichnen. Ich habe im Kopf schon ungefähr, weiß ich schon, ich will hier die Mauer lang führen. Da. So will ich die lang machen. Das heißt, ich kann jetzt hier oben zum Beispiel Steine einzeichnen. Dann zeichne ich die Steinchen ein. So, da haben wir die Steine. So, zwei eingezeichnet. Und die Karte, die kommt jetzt hier bei den Baukarten hin, weil das ja diese hellblaue ist, ne? Das habe ich quasi die beiden Karten schon mir hier hingespielt. So. Das war jetzt die erste Kartenphase. Ne? Da ist dann ja auch alles erklärt. Die kann jetzt weg. Und so spielt man jetzt quasi Phase für Phase durch. Jetzt haben wir wieder eine Kartenphase. Also wir haben drei Kartenphasen. Dann nehme ich jetzt wieder beim ersten Mal von allen drei. Und jetzt schaue ich mir wieder an, was nehme ich denn hier? Hier, alle Felder in deinem Dorf genutzt, 12 Punkte. Ist natürlich, hört sich verlockend an, aber werde ich nicht nehmen. Hier für jede Schmiede brauchst du, das habe ich ja schon. Dann habe ich ja schon da liegen. Aber ich gehe jetzt mal auf die Ressourcen. Das heißt, ich werde die Karte schon mal nehmen. Und jetzt muss ich wieder zwei Karten von dem Stapel nehmen. Und davon kann ich mich jetzt auch für eine entscheiden. Hier für jede Mine brauchst du noch. Will ich eigentlich auch nicht. Ich gehe volle Kanne jetzt auf die Ressourcen. Das heißt, hier habe ich jetzt die Ressourcen. Legen wir wieder hier hin. So. Und jetzt wieder eingezeichnet. Jetzt kann ich mich wieder entscheiden, ne? Entweder oder. Eins von den beiden. Und hier unten ist genau das gleiche. Entweder oder. So. Hier entscheide ich mich jetzt wieder für die Mauer. Ja, ich nehme zweimal die Mauer. Hier habe ich dann zwei Mauern. Zeichne ich mir auch direkt ein.
Ja, ich weiß, man macht ja erst das hier oben und dann das andere, aber ich komme so besser, sonst komme ich durcheinander. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Einmal, die kann dann noch nicht weg. Unten muss ich noch mehr einzeichnen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel noch Geld, was ich nehmen möchte. Das heißt, ich zeichne jetzt hier noch das Geld ein. Und die nächste Karte. Dann haben wir die. Ja, ich nehme einmal Geld und einmal Holz. Geld, Holz und hier nehme ich nochmal Geld. Das heißt zweimal Geld und einmal Holz. Zweimal Geld und einmal Holz. Alles eingezeichnet. Gut. Dann haben wir die Kartenphase auch weg. Und jetzt kommt noch mal eine Kartenphase. Wieder drei Karten. Leg den Stift mal zur Seite, sonst male ich die Karten nachher von dem Live-Spiel an. Das will ich ja auch nicht. Also, dann haben wir hier drei Karten. Ich habe einmal hier, da kriege ich dann die Bäume. Ist interessant. Soll ich vielleicht die Bäume nehmen? Aber ich habe ja nur zwei Ziele, dann ist das, glaube ich. Dann geht das auch so. Für die größte zusammenhängende Steingruppe. Ja. Da müsst ihr gleich nochmal gucken. Oder Rita, bist du noch da? Das obere Einzeichen ist nur für die ersten Partien. Ich mach das nicht mehr. Aha, okay. Kann man also weglassen? Okay. Aber wenn man das weglässt, wie kann man denn in der Produktionsphase, wenn du sagst, du kannst das weglassen, dann kann man doch in der Produktionsphase, weiß man doch gar nicht mal, wie viel man hat, oder? Muss man da immer nachzählen, oder wie denn? Okay, also, gut, also für die größte zusammenhängende Steingruppe gibt es 8 Punkte. Ich habe jetzt 4. Für jede Mine brauchst du 2. Na, das nicht. Ich glaube, ich werde für die größte zusammenhängende Steingruppe, das werde ich, glaube ich, nehmen. Dann können die Karten weg. Und jetzt nehmen wir nochmal die zwei. Je 3 Münzen, 3 Taler. Boah. Klingt interessant. Ich glaube, das nehme ich sogar. Okay, dann nehme ich die. Die kommt weg. Habe mich also für diese beiden Karten entschieden. Und ja, wenn man will, kann man natürlich in den einzelnen Phasen hier so Hilfslinien machen. Das stand hier, glaube ich, auch in der Anleitung, damit man weiß, wo man schon wieder was eingezeichnet hat. Jetzt haben wir ja die neuen Karten hier liegen. Da kann man sich so Hilfslinien machen. Also, die nächste ist jetzt hier, damit ihr es besser seht. Da haben wir jetzt entweder zweimal hier Hammer oder ja, zweimal die Mine. Ich werde mich wohl für die Mine entscheiden. Klar, weil ich ein paar Minen noch haben möchte, wegen der Zielkarte mit der Minen. Nehme ich da die Minen direkt. Und ja, die Karte kann ich dann direkt hier zu der anderen legen. Dann haben wir hier als nächstes ja zwei Tassen oder also Bierkrüge oder Holz. Ich habe noch keine Bierkrüge, sehe ich gerade. Dann nehme ich die doch, weil die brauche ich ja auch für die Tavernen unter anderem und für die Schmiede. Dann nehme ich doch, ja, die nehme ich die beiden. Zeichne ich dann auch noch ein gleich. Das heißt, ich werde jetzt zweimal die einzeichnen. Ja, schöner Bierkrug. So. 2 Stück eingezeichnet. Gut, dann kommt das wieder zu meinen Zielkarten. Und das war jetzt, Moment, die zweite Phase, ne? Dann kommt jetzt die dritte Kartenphase. War ja die zweite, ne? Bist nicht mitgezählt. Hab ja doch. Ne, alles in Ordnung. Auf dem Plan nachzählen.
Auf dem Plan 8C. Gut. Ich nehme jetzt einfach mal, ich glaube, ich habe die dritte Phase noch nicht, sonst hätte ich die ja schon weggenommen, die Karte. So. Die dritte Kartenphase. Ach, hier kann ich ja nachzählen. 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4. Ja, ist schon richtig. Ich glaube, ich bin jetzt nicht weitergekommen. Das ist immer, wenn man zusätzlich, ihr wisst ja, wenn man gleichzeitig redet und gleichzeitig dann wieder mal ab und zu hier hinguckt, da passiert das. So, wir sind jetzt in der dritten Kartenphase, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, doch, klack, klack, zweimal zwei Karten, genau, es ist die dritte Phase. Nee. Doch. Habt ihr mitgezählt? Welche Kartenphase ist das? Ist das die zweite oder die dritte? Jetzt müsste ich eigentlich zurückspulen. Zweite oder dritte Kartenphase? Eins, zwei. Nee, ich glaube, das ist richtig. Hier ist es die dritte. Nein, das ist die dritte. Gut. Dann nehme ich jetzt hiervon eine. Ich entscheide mich einmal für das. Die kommen weg. Und hier entscheide ich mich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in der Phase falsch bin. Dafür. Geschlossene Mauer, das ist gut, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Also, jetzt habe ich hier die Kartenphase gemacht. Das nehmen wir mal weg, nicht, dass ich noch eine Kartenphase mache. Oh, ich werde das hinterher, wenn ich das schneide, dann. Jetzt kommt die dritte, ne? Gut, okay, dann ist alles. Genau. Okay, dann kommt jetzt die Produktion. Gut. Ja, jetzt habe ich hier die Karte weggelegt. Genau. Prima. Ich werde das hinterher bei sehen, wenn ich schneide, werde ich sehen, ob ich es falsch gemacht habe, wenn ich das auf YouTube mache. Ich bin falsch? Du glaubst, ich bin falsch, Rita? Dann müssten wir, ich kann halt ja, Moment, man müsste das ja ausrechnen. Eigentlich müssten wir, wenn wir drei Kartenphasen haben, in jeder Kartenphase haben wir fünf Karten, 15 Karten. Das heißt, wir müssten jetzt hier insgesamt 15 Karten haben. Dann bin ich richtig. Ich guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Karten. Stimmt. Stimmt. Ich zähle nochmal. Ich habe 18, 19, 20 Karten. Okay, dann zeichne ich die nicht ein, dann werde ich die gleich einzeichnen. Dann machen wir das so, ne? Die tun wir gleich zur Seite. Die habe ich schon gedraftet halt vorher. Ne, stimmt. Jetzt, wo ich es nachgerechnet habe, stimmt. Genau. Okay, dann kommt jetzt die Produktionsphase. Ich habe ja noch nichts eingezeichnet jetzt. Dann ist das noch in Ordnung. Dann habe ich mir die schon zur Seite gedraftet. Dann ist es in Ordnung. Okay, dann kommt jetzt die Produktionsphase. Und die anderen Karten nehme ich gleich, weil es kommt ja wieder eine Kartenphase. Also ist ja noch nichts passiert. Ich habe ja noch nicht eingezeichnet. Ist einfach zu warm. Also, Produktionsphase. Das heißt Schritt A bis G. Das sind die hier. Jetzt muss man halt überlegen, erst optional will ich eine Mütze investieren, also hier so ein Joker. Ich werde keinen nehmen. Ich werde einfach das nehmen, was ich habe an Ressourcen. Weil das am Anfang mir jetzt noch nicht so wichtig ist. Ich denke mal, die Mützen wären vielleicht hinterher interessant. Aber das sind Spekulationen. Wie gesagt, ich habe das ja auch erst dreimal gespielt. Das ist heute meine vierte Variation. So, jetzt haben wir die Produktionsphase. Mütze nehme ich keine. Ich werde jetzt einmal hier, damit ihr das sehen könnt, und jetzt weiter nach oben legen. So, ich glaube, ihr seht, glaube ich, genug, ne? Jetzt haben wir Produktionsphase, Mützen nehme ich keine. Jetzt muss ich Baukarten aktivieren. Das heißt, ich gucke jetzt oben in meiner Liste, wenn ich Geld habe, baue ich dafür Zwerge. Ich habe Geld, ich habe drei Taler da oben, drei Kreuze. Das heißt, ich werde jetzt drei Zwerge irgendwo einzeichnen. Hier möchte ich nachher eine Taverne hin haben, also mache ich mir jetzt hier einen Zwerg hin. Ja, da kommt mein Zwerg hin. Drei Zwerge habe ich, ne? Das habe ich gesagt. Jetzt machen wir hier drei Zwerge hin. Ihr erkennt das als Zwerge. Ich bin ein dicker Stift, das ist jetzt natürlich eine gute Ausrede.
Also, drei Zwerge habe ich hingemacht. Dann als nächstes habe ich hier für jeden Stock, den ich habe, ich habe nur einen einzigen, das ist ein bisschen wenig, zeichne ich eine Mine ein. Das heißt, Minen, ich muss ja drei zusammenhängende Minen haben, da kriege ich ja hier nochmal extra Punkte später beim Ziel. Da möchte ich natürlich dann auch drauf achten. Das heißt, ich mache mir jetzt hier unten einfach noch eine Mine hin für das eine Holz, was ich habe. Man sieht das ja auch immer hier oben und man kann es da sehen. Dann das nächste, was ich habe, ist dann für jeden Stein, den ich habe. Ich habe vier Steine hier oben, ne? Könnt ihr sehen, das sind vier Steine. Da baue ich dann immer einen Mauerabschnitt für jeweils einen Stein. Das heißt, ich baue jetzt vier Mauerabschnitte. Zeichne ich dann hier ein. Eins, zwei, drei, vier. So. Ja, vier Mauerabschnitten habe ich gemacht. Das nächste wäre jetzt muss man schauen, für Taler und Tasse. Das heißt, jetzt guckt ihr oben wieder das, wie ihr gekreuzt habt, weil ihr jetzt für jeden Taler und jede Tasse, man sieht ja hier, wie weit es ist. Taler sind ja so weit bis drei, Tassen habe ich zwei. Das heißt, ich kriege jetzt zwei Schmiede. Zwei Schmiede darf ich jetzt einzeichnen. Da habe ich ja keine besondere Zielkarte gehabt, glaube ich. Ne. Das heißt, die Schmiede, die werde ich jetzt irgendwo einzeichnen, wo sie mir nicht stört. Also einmal so Hämmerchen. Zwei Stück, wie gesagt. So. Haben wir. So, und als nächstes, was denn als nächstes eingezeichnet wird, für einen Stock, einen Stein und ein Bier, bekommt man eine Taverne. Dadurch, dass ich nur einen Stock habe, das war es ein bisschen wenig, das war der Vorführeffekt hier, kriege ich natürlich jetzt nur eine einzige Taverne, weil ich auch nur einen Stock habe. Ne? Hätte früher so eine Zipfelmütze genommen, dann hätte ich jetzt natürlich was machen können. Jetzt ist es zu spät. Macht aber nichts. Ich habe ja noch ein paar Phasen. Deswegen denke ich mal, dass ich das noch hier reinbekomme. Das heißt, ich darf jetzt eine Taverne zeichnen. Und die werde ich hier einzeichnen, weil ich hier gleich die Mauer runterfahren machen möchte. Einmal die Taverne. Die braucht vier Felder. Und dann habe ich das auch gemacht. Das heißt, die Produktionsphase ist abgeschlossen. Die Karte kommt weg. Und jetzt kommt eigentlich das Kartendraften, was ich ja gerade schon gemacht habe. Das heißt, die Karten, die ich gerade schon mir rausgesucht habe, die werden jetzt natürlich gespielt. ja, egal. Die hatte ich ja noch nicht eingezeichnet. Dann schauen wir doch mal. Hier, wie gesagt, das untere kriegt man halt später, wenn man sich für die Zielkarte entscheidet. Das obere kann ich jetzt einzeichnen, entweder eine Mine oder Geld. Ich werde jetzt die Mine nehmen. Ja, doch, die Mine nehme ich. Die werde ich dann hier einzeichnen. Die Karte kommt zu meinen Karten. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, zwei Steine, ein Taler oder, beziehungsweise ja, entweder oder Tasse, also Bier oder Geld. Eigentlich bräuchte ich Holz. Ja, gut, dann muss ich gleich drauf gehen. Die Kartenphase muss ich jetzt übrigens auch wegtun, nicht, dass ich gleich die vergesse, sonst haben wir nachher wieder zu viele Kartenphasen. Jetzt nehme ich hier natürlich für was? Wassermarsch. Ach so, ich muss was trinken. Ja, okay. Prost. So. War ja auch wichtig, dass ich was trinke. Stimmt. Wird meine Stimme heiser. Was wolltest du damit sagen? So. Genau. Jetzt zeichne ich das oder das ein. Eigentlich brauche ich Holz. Ist nicht dabei. Zwerge. Will ich ja auch noch ein paar haben. Also ich entscheide mich jetzt hier oben einfach. Nee, für die Steine. Ich entscheide mich für die Steine. Das heißt, ich werde hier zwei Steine machen. Zwei Steine.
Und hier werde ich dann, weil ich auch noch zu wenig von den Tassen habe, ich werde dann also zwei von den, obwohl das ist voll, egal, ich nehme jetzt zwei Bierkrüge. Das heißt, ich muss jetzt noch zwei Steine und zwei Bierkrüge eintragen. Dann einfach mal hier ein Bierkrug. Noch ein. Und zwei Steine. Wo machen wir die Steine hin? Die mal hier unten hin. So, dann habe ich das auch eingetragen. Die Karte hat keine andere Verwertung mehr, weil die unten ja nichts lila oder blaues hat. Das heißt, die kommt auch als auf den Ablagestapel. So, jetzt kommen wir wieder zu der nächsten Kartenphase. Ne? Wir sind jetzt hier bei der sechsten Phase. Auch wieder. Hier nehme ich mir drei Karten. Ich muss gucken, dass ich mal langsam an Holz komme. Ich habe zu wenig Holz. Und ja, das sieht doch schon gut aus. Hier ist überall Holz. Und hier gibt es sieben Siegpunkte. Aber ich brauche Holz. Ich weiß ja nicht, was bei den anderen Karten noch kommt. Ich entscheide mich für diese Karte, weil ich hier zweimal Holz kriegen kann. Und hier unten auch noch. Also ich werde die Karte nehmen. Nicht die sicheren sieben Siegpunkte, die ja, na, 12 kann man ja kriegen pro Karte. Dann finde ich es nicht ganz so gut. Kommt jetzt einfach mal weg. Und ich entscheide mich für die Karte. Das ist die erste Karte. Und jetzt nehme ich hier die nächste Karte. Und ja. Dann. Tja. Entscheide ich mich. Ich sehe gerade, ich habe auf den Haufen nur noch zwei Karten. Ich glaube, da habe ich dann irgendwo bei den. Bei den Kartenphasen doch eine Kartenphase immer noch zu viel gemacht. Kann das sein? Ja, ich glaube ja. Ja, ich entscheide mich. Genau, die Ressourcen, genau, richtig. Die muss man immer wieder weiter benutzen. Kann schlecht sein. Wenn du zu viele Ressourcen hast, kannst du dich verbauen. Das ist immer das Risiko dann, ne? Also, wenn man zu viele Ressourcen hat, weil die immer wieder benutzt werden können, müssen, ist es ein bisschen ärgerlich. Man hat, wenn man nicht bauen will, hat man hier an der Seite die Bäume, die man fällen kann. Dann muss man nicht bauen. Und ich habe gerade gesagt, ich habe, glaube ich, bei den Karten, bei der einzelnen Kartenphase doch einmal irgendwo zu viel Karten genommen. Weil ich hier nur noch zwei Karten liegen habe und eigentlich Kartenphase 6 und 7, nennen dann 8. Ach nee, das ist die letzte. Ah, nee, die habe ich noch nicht weggetan, deswegen. Entschuldigung, alles gut, hab nichts gesagt. So, also, ich entscheide mich, wie gesagt, für jede Mauer brauchst du. Nee, ich entscheide mich für die Karten. Ich will jetzt ein paar Ressourcen haben. Ich gehe mal auf Risiko. Ist ja schon bald. Ja, also das Spiel ist ja schon bald fertig. Also, ne, dann kann ich ja ruhig noch ein bisschen was nehmen. Aber ich habe sehr viele Ziele. Irgendwann, so viel Mauer brauche ich ja gar nicht mehr. Ich brauche noch ein paar Zwerge eigentlich. Zwerge habe ich noch zu wenig, weil für eine Zielkarte, hier steht ja drauf, vier Tavernen und 10 Zwerge. Da muss ich also noch ein bisschen was machen hier. Hallo Gerd. Ja, Thorsten, das war gestern was, ne? Stimmt. Und deswegen habe ich gewonnen gestern. Ja, also, hier ist das jetzt so, dass ich jetzt mich entscheide für, ja, also die Karten, ich lege sie ja ordentlich, wie es sich gehört, ne? So macht man das ja. Jetzt zeichne ich die da oben wieder ein. Und ja, ich brauche auf jeden Fall Holz, habe ich gesagt. Das heißt, ich werde jetzt hier. Ich mache mal hier nochmal diese Trennstriche hin, damit ich das gleich nicht vergesse. Ich nehme jetzt zweimal Holz. Eins, zweimal Holz hier bei dem. Und dann nehme ich nochmal Holz. Also ich nehme drei Holz. Drei Holz nehme ich. Und hier nehme ich. Ja, ich brauche eigentlich auch Geld. Dann nehme ich einmal Geld und Holz. Dann ist das mein viertes Holz. Dann nehme ich einmal Geld. Und hier nehme ich dann
Ich brauche auch Zwerge. Ich habe zu wenig Zwerge. 10 Zwerge muss ich noch reinkriegen. Dann mache ich hier noch, mache ich da noch mal ein, genau. Dann nehme ich das. Das heißt quasi, die Karten können ja dann gleich wieder wegkommen. Ich habe jetzt quasi, ich habe mich jetzt entschieden. Ich habe ja da die Striche hingemacht. Dann kann ich das ja besser sehen. Ich habe also für 4 Holz und 2 Taler, die ich noch einzeichnen muss. Also 4 mal Holz. Das ist hier 1, 2, 3 und 4 mal Holz. Und was habe ich gesagt? 2 Taler. Ja. Mache ich die mal hier hin. Gut, dann habe ich die Karten, das habe ich eingezeichnet. Die kommen dann wieder weg. Die Kartenphase ist weg. Und jetzt kommen wir wieder in der 7. Phase, das ist die Produktionsphase. Das heißt, jetzt gucken wir wieder nach und nach, nehme ich jetzt eine Mütze. Wir haben ja noch eine Produktionsphase, haben wir noch. Da könnte ich ja vielleicht noch eine Mütze investieren. Ich gucke erstmal so, dass ich es hinkriege. Ich muss ja die Mauer noch voll kriegen. Ne? Also das ist jetzt noch ein bisschen wenig, was ich hier habe. Und in die Mauer müssen noch 4 Tavernen. Also so schlecht habe ich heute. Ja, das ist wieder das Vor- der Vorführeffekt hier. Also ich mache erstmal die Zwerge. Das heißt, insgesamt habe ich ja bis jetzt gesammelt 5 mal 5 Taler. Das heißt, Produktionsphase, ich mache jetzt 5 Zwerge. 5 Zwerge. Also 1, 2, 3, 4, 5 Zwerge. Da haben wir. Habe aber erst 8 Zwerge insgesamt. Also 2 Zwerge muss ich in der letzten gleich noch machen, aber das kriege ich ja hin. Dann haben wir hier, für jedes Holzstück kriege ich eine Mine. Das heißt, ich habe hier oben, könnt ihr wieder sehen, ich habe 5 Holzstücke, also kriege ich 5 Minen. 5 Minen. Ich mache hier einmal eine, weil ich ja dann hier wieder eine Reihe reinkriege. Also einmal da eine. 2, 3, 4. Ja, mache ich vielleicht, ja, hier eine hin. 5. Ist egal. So, dann habe ich die Minen. Und jetzt für jeden Stein kann ich 2 Mauerabschnitte zeichnen. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ich kann mir hier oben mache ich mir mal so eine Hilfszahl rein. Dann kann ich besser sehen, wie viel ich habe jeweils. So, 6. 6 Steine. Das heißt, für 6 Steine kriege ich dann 6 Mauerabschnitte. Das heißt, ich zeichne hier ein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, ich muss gleich in der letzten Phase noch die Mauer zukriegen, sonst kriege ich hier keine Punkte. Oh, ich habe schon nur 2 Zielkarten und schon spiele ich so schlecht oder was? So nicht. Also, das habe ich. Dann die Schmiede. Die finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Da kriege ich auch gar nicht viele Punkte für, weil ich ja nichts dafür habe. Für eine geschlossene Mauer 7 Punkte kriege ich nachher. Ja, ich muss die Mauer zukriegen. Also die Schmiede. Da sind jetzt für jeden Geld mit Bier. Das heißt, hier seht ihr hier bis 4. 4 Mal habe ich es zusammen jeweils. Das heißt, 4 Schmiede kann ich einzeichnen. 4 Stück. Ja. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Soweit, so gut. So, dann haben wir hier als letztes haben wir dann für Holz, Stein und Bier bekomme ich eine Taverne. Und ich habe alle, habe ich 4 Mal zusammen. Ne? Seht ihr hier auf Reihe 4 ist alles voll. Das heißt, 4 Stück. 4 Stück kann ich mir einzeichnen. Ist nicht schlecht, weil Ziel ist ja hier 4 Tavernen.
Muss gleich nur aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwelche Bäume fällen muss, wenn ich zu viele habe. Aber die vier Tavernen, die werde ich jetzt nehmen. Das heißt, eine hier. Eins. Zwei. Bei manchen Karten dürfen Tavernen nicht zusammenstehen, aber hier bei der Zielkarte, da dürfen die Karten, die Tavernen zusammenstehen. Da ist jetzt nicht, dass die irgendwie nicht zusammenstehen dürfen. Es gibt also Zielkarten, wo das so ist. Eins, zwei, also noch vier, ne? Ja. Drei. Vier. So, fertig. Ja, das war meine Produktionsphase. Ich muss gleich gucken. Ich habe jetzt noch eine Kartenphase. Ich muss gucken, dass ich hier die Mauer zukriege. Und ich brauche, also Tavernen habe ich genug. Ich will eigentlich keine mehr. Ich werde aber welche bauen müssen. Oder Bäume fallen. Oder ich muss auf jeden Fall eine Karte haben, dass ich nicht so viel Tavernen, dass die mehr kosten. Wenn die Sachen mehr kosten, kann ich, brauche ich sie nicht bauen. Ansonsten muss ich Bäume fällen. Also ich brauche entweder eine Baumkarte gleich oder eine Taverne, dass die halt teurer wird. Wäre gut, dass ich sowas jetzt in den Kartenhaufen kriege. Wissen wir aber noch nicht, ne? Zwerge brauche ich auch noch. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zwerge. Ziel ist 10 Zwerge. So, dann schauen wir doch mal, was ich hier habe. Ressourcen. Je drei Münzen. Und was haben wir hier? Für eine Schmiede brauchst du. Nee, das habe ich doch schon. Also das ist nicht so, nicht das, was ich haben wollte. Aber wir haben ja noch eine Chance. Da liegen ja auch noch zwei Karten. Kann ja mich gleich noch für eine andere entscheiden. Ihr kommt übrigens weg, weil wir sind ja jetzt in der Kartenphase. So. Ja, das habe ich. Ich weiß, man braucht eine bestimmte Anzahl an Schmieden, damit man ein Solospiel extra bekommt. Ich weiß, bei den hier, bei diesen Karten, die hier unten, wo das steht, aber da bin ich ja nicht, wenn da steht meiste. Da stand das, ne? Bei den meisten. Ich gucke nochmal nach. Ich meine, wenn man die meisten, aber das habe ich ja nicht als Zielkarte. Ich habe keine Zielkarte mit meiste. Jetzt gucke ich nochmal nach. Zielkarte mit einer Mehrheit. Ne. Die meiste, genau. Ja, Mehrheitskarten habe ich mir ja keine ausgesucht als Zielkarten. Ne, ist keine Mehrheitskarte. Die meisten. Steht nur bei den meisten. Genau. Ne, bei den Zielkarte mit mehr habe ich nicht genommen. Oder doch die größte zusammenhängende Steingruppe. Da habe ich das genommen, genau, bei der Steingruppe. Aber dies werde ich ja wohl trotzdem, da werde ich auch genug Steine zusammenkriegen. Das war da. Zielkarte mit einer Mehrheit von Münzen, Scholz, Stein oder Bier? Nee. Zielkarte mit einer Mehrheit von Zwergen, Minen, Mauerabschnitten. Steine. Nee, Steine, doch. Genau, 10 Rohstoffe muss ich haben. Genau. Also hier bei der Zielkarte muss ich 10 Steingruppen haben. Aber das kriege ich ja. Das werde ich schon zusammenkriegen, weil ich muss die Mauer ja sowieso schließen. Hier 3, hier 3. Und das andere ist nicht meistens. Nur bei der Steingruppe. Das andere habe ich mich nicht entschieden. Gott sei Dank. Das Spiel kommt jetzt zur Spielmesse, kommt das raus. Man kann es aber schon bei Skellig Games vorbestellen, glaube ich. Na, das ist jetzt ein Vorabmodell. Also das ist jetzt noch nicht das Endgültige. Das ist noch das Vorabmuster. Ist das überhaupt mein Kamera scharf hier? Ach, so. Kamera ein bisschen schärfer stellen hier. So, ja, jetzt ist noch ein bisschen besser. So, also. Jetzt entscheide ich mich noch für diese. Was hatte ich denn? Jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept raus. Ich habe ja gesagt, ich brauche auf jeden Fall Zwerge. Ich brauche noch Zwerge. Tavernen habe ich genug.
Kann ja hier die Mauerabschnitte, die ich gleich bauen muss. Ich muss gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, Quatsch, 6 Mauerabschnitte muss ich bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt genau hin. Krieg die Mauer also zu. Ich muss nur Zwerge kriegen. Ich brauche Zwerge und ich muss noch ein paar Minen kriegen, damit ich auch noch Punkte kriege. Das heißt, ich brauche eigentlich auch noch Holz. Ich brauche Holz. Ja, oder ich nehme die hier. Kann ich die direkt einzeichnen? Ist auch nicht schlecht, ne? Dann brauche ich keine Ressourcen für einzeichnen. Ich glaube, entscheide mich. Ja, schwierig ist das. Geld ist da nicht drauf, da ist Geld drauf. 2 Taler, da kriege ich Zwerge für. Aber ich kriege ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kriege ja gleich noch Zwerge. Ich habe ja schon die Zwerge auf 5. Ich kriege ja bei der nächsten Produktionsphase kriege ich 5 Zwerge. Das heißt, Zwerge brauche ich jetzt auch nicht. Also auf Geld muss ich nicht gehen. Das heißt, ich werde die Karte nehmen als erstes, weil die wirklich am sinnvollsten ist, weil ich da auf Mine gehen kann. Genau. Dann werde ich mich für die entscheiden. Und jetzt nehmen wir noch die zweite. Eine von denen. Aha, hier haben wir wieder so ein Ziel. Das ist aber nicht das, was ich haben wollte, aber Mauer habe ich. Zwerge kriege ich auch voll. Werte eine der Zielkarten in der Mitte, für die du wenigsten Punkte bekommst, nochmal. Dachte, die finde ich gar nicht so interessant. Ich glaube, ich werde doch, wenn ich halt zu viele Ressourcen habe, muss ich noch zu viel bauen, ne? Ich schaffe eigentlich das andere. Für die größte zusammenhängende Steingruppe. Wir haben, da muss ich ja mindestens 10, ne? 10 Steingruppen habe ich 10 zusammen. Nee, kriege ich auch gar nicht zusammen, glaube ich. Steine, Steine, Steine. Ich habe hier nur 4. Also die Steine kriege ich gar nicht. Da kriege ich, die Punkte kriege ich gar nicht hier. Aber ich kann mich ja für 3 entscheiden. Hier kriege ich dann für die geschlossene Mauer, die werde ich schaffen. Für je 3 Münzen kriege ich 3. Hab bis jetzt aber nur 3. 5 Münzen, das bringt nicht viele Punkte. Und je 3 Steine. Jo. Also brauche ich noch auf jeden Fall Steine. Ich habe auch nicht so viel Steine. Ja, das ist nicht ganz so geschickt gewesen, was ich hier gemacht habe. Steingruppe. Ich kann hier noch auf Steine geben, aber ich kriege keine 10 Steine zusammen. Nee, dann ist das halt so. Ich kann halt da keine Punkte machen. Ich glaube, beim Solo-Spiel, wie viele Punkte muss ich denn erreichen? Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Punkte ich überhaupt erreichen muss. Solo-Modus. Bei 2 Zwergenkarten solltest du mindestens 60 Siegpunkte erreichen. Bei 3 Zwergenkarten, also das sind dann hier die Zielkarten, ne? Man kann die also entweder, man spielt am Anfang mit 2 Karten, dahinterher spielt man mit 3 Karten und hinterher spielt man mit 4 Zielkarten. Dann sind halt die verschiedenen Punkte bei 3 Zwergenkarten im Solo-Modus mindestens 8 Punkte und bei 4 Zwergenkarten solltest du mindestens 100 Punkte erreichen. So. Ja. Also, ich entscheide mich dann. Ich glaube, nämlich nehme diese Karte trotzdem oder nee, ich nehme die. Ich nehme die. Ich will nicht zu viele Ressourcen haben. Also ich entscheide mich dann für die beiden. Ich kann dann hinterher gleich noch bei den Zielen ein bisschen variieren. Und dann schaue ich doch mal. Ich werde jetzt die hier oben hinlegen und wieder einzeichnen. Hier entscheide ich mich dann für auf jeden Fall für die Minen. Dann kriege ich nochmal 3 zusammen, genau, weil ich hier 2 Minen habe. Das ist eine Zielkarte, die kann dann dahin. Und hier habe ich jetzt einen Zwerg oder ein Geld. Wo? Ich werde jetzt einfach mal so den Zwerg nehmen. Zweimal. Warum nicht? 2 Zwerge. Und das ist wieder eine Zielkarte. Die kommt dann zu meinen Zielkarten, wo ich nachher 3 von aussuchen muss. Also, dann ist die Kartenphase vorbei. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck.
Okay. Alles richtig. Dann als nächstes Produktionsphase. Dann schauen wir doch mal. Also, ich kriege jetzt für jedes Geldstück, was ich habe 5 Geldstücke, kriege ich einen Zwerg. Muss ich natürlich gleich genau gucken. Ich kriege ja auch noch Tavernen. 4 Stück, dass ich die noch irgendwie hinbastel kriege. 1, 2, 3. Hier will ich die Mauer hinmachen. Dann kommt jetzt ein Zwerg hier hin. Da kommt einer hin. Das ist einer, genau. Noch einer. Noch einer. Das heißt, ich muss jetzt noch 2 Zwerge irgendwo hin machen. Da kommt die Mauer hin. Dann mache ich hier noch ein Zwerg und hier noch ein Zwerg. Dann habe ich hier noch Platz für Tavernen. Tavernen kriege ich noch unter. Dann für jedes Holzstück eine Mine. Das heißt, ich habe 5 Stück. Danke für dein Follow, PotGMB. Hallo. Um die Punkte für die Tavernen zu bekommen, brauchst du mindestens 6 Tavernen. Okay. Oh, das steht leider nicht in der Anleitung. Das ist nur, wenn man die meisten hat. Aber ich habe doch keine meiste Karte. Peter. Eine meiste Karte habe ich doch gar nicht. Das sind Zielkarten mit einer Mehrheit, aber ich habe ja auch keine Mehrheit Zielkarten. Da brauche ich doch nicht so viel Tavernen. Also hier steht Zielkarten mit einer Mehrheit von Münzen. Aber die meisten Tavernen habe ich doch nirgends so stehen. Nee. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter. Produktionsphase. Produktionsphase, war ich denn jetzt, wo ich stehe, stehen geblieben? War jetzt bei den Minen. Die Minen, also für Holzstücke. 1, 2, 3, 4, 5 Holzstücke. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 5 Stück. Okay, habe ich. Dafür brauchst du keine meiste Karte. Ich weiß es leider nicht. Wofür brauche ich keine meiste Karte? Ich weiß es leider nicht, was du meinst, Rita. Okay, ich mache jetzt weiter. Das habe ich. Dann Mauerabschnitt kommt als nächstes. Das heißt, ich habe Mauerabschnitt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mauerabschnitte. Statt dem Holz nicht die Minen einzeichnen. Die Minen kommen doch erst in der Produktionsphase. In der Produktionsphase werden erst die Sachen hier eingezeichnet, die hier unten sind. Batti. Also in dem Holz, das Holz, das muss man einzeichnen, aber die Produktionsphase, da ist erst in der Phase. Erst hast du ja die Phase, wo du die Sachen bekommst, die Ressourcen. Und die Ressourcen musst du ja auch einzeichnen. Und dann hast du hier in der Produktionsphase, hast du dann die hier unten, dann musst du halt die Mine. Das heißt, für jedes Holz, was du hast, musst du eine Mine einzeichnen. Für die Taverne und Schmiedepunkte. Taverne und Schmiedepunkte. Tavernen und Schmiedepunkte.
Also, ich lese jetzt vor, was in der Anleitung steht. Ja, genau, ich bin in der Produktionsphase. Ach so, ich habe, ach, jetzt will ich gerade. Hast recht. Jetzt, Bati, hast recht. Das sind, ich war jetzt durcheinander. Ich war jetzt hier. Das hat mich jetzt gerade durcheinander gebracht mit dem ganzen. Das sind, hast recht, da habe ich einen Fehler gemacht. So, Moment, also. Wertung. Im regulären Spiel gibt es häufig Zielkarten, bei denen die Mehrheit eine Rolle spielt und in deinem Plan mit denen der andere Spieler vergleichen muss. Dies geht natürlich im Solo-Modus nicht. Deshalb gibt es eine Mindestanzahl von Rohstoffen oder Gebäuden, die bei diesen Karten erreicht werden muss, um die Siegpunkte zu erreichen. Aber ich bin ja nicht auf Mehrheitenkarten. Im lilianen Bereich. Was? Moment. Genau. Im regulären Spiel gibt es häufig Zielkarten, mit denen die Mehrheit eine Rolle spielt. Aber das sind ja die Mehrheitenkarten. Mehrheitenkarten habe ich doch gar nicht. Ich habe doch nur Mehrheitenkarten. Nur Mehrheitenkarten ist für die größte zusammenhängende Steingruppe. Aber das kommt ja auch erst nachher. So, jetzt muss ich mich ja konzentrieren. Immer dieses gleichzeitig chatten und gleichzeitig schreiben und gleichzeitig zeichnen. Das wird doch witzig hier. Also, gut, das habe ich gerade korrigiert, ne? Das waren ja die Minen. Da hat der Barty richtig gehabt. Im lila Bereich. Was? Ja, da komme ich doch, da bin ich noch gar nicht. Ich bin doch noch bei der Produktionsphase. Bin noch in der Produktionsphase. Hier bin ich noch. Ich bin jetzt erstmal beim Mauerabschnitt. Erstmal die Mauerabschnitt. Also, Mauerabschnitt ist hier. Also, das sind sechs Mauerabschnitte. Die zeichne ich jetzt erstmal ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Die habe ich eingezeichnet. Mauerabschnitt haben wir. Dann als nächstes kommt für Geld und für die Tasse kommt dann eine Schmiede. Ich habe, wie ihr seht, habe ich vier Tassen, also vier Bierkrüge und vier Taler habe ich auch. Das heißt, es kommen vier Schmiede hin. Eins, zwei, drei, vier Schmiede. Gut, haben wir. Dann die nächste ist dann für Holz, Stein und Tasse bekomme ich eine Taverne. Das heißt, ich bekomme vier Tavernen. Na, wenn ihr hier seht, vier Stück, vier, vier, vier Tavernen. Jetzt mal gucken, ob ich die reinkriege. Ich glaube, ich kriege nur drei rein. Ich guck mal. Eins. Zwei. Drei. Ja, die vierte Taverne kriege ich nicht unter. Das heißt, ich muss jetzt einen Baum fällen. Dann kommt hier halt ein Baum weg. Aber das macht nichts, der hat ja nur, ist ja nur ein Nuller. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt habe ich die Produktionsphase weg. Jetzt kommt die Wertungsphase. So, jetzt wird die Wertungsphase sein. Drei eigene Zielkarten. Das heißt, ich muss mir jetzt von den ganzen Zielkarten, die ich jetzt hier gesammelt habe, muss ich mir jetzt drei aussuchen, die ich werten möchte. Na, ich habe also ein paar Stück, habe ich ja. Das kann ich mal zur Seite legen. So. Für eine geschlossene Mauer habe ich ja erreicht. Das heißt, die Karte werde ich schon mal nehmen. Das einmal. Die werde ich nicht nehmen. Die kann weg. Dann
Für die größte zusammenhängende Steingruppe, das war ja, da müsste ich 10 Steine zusammen haben. Die habe ich ja nicht, weil das ja diese eine Mehrheitskarte habe, aber ich habe keine Mehrheit bei den Steinen, also bringt mir die auch nichts. Dann je 3 Münzen. Drei Münzen jeweils. Wie viel habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Münzen habe ich ja nur. Das bringt mir nicht viel, die Punkte. Und je 3 Steine. Steine habe ich da oben einmal. 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich kriege 6 Punkte für die Karte. Mehr kriege ich da nicht. Und hier je 3 Münzen. Ah, na okay, dann werde ich wohl die nehmen. Je 3 Münzen. 3 Münzen. Ja, tschüss, Barty. So, gerne. Also geschlossene Mauer 7. Die 3 nehme ich. Die 3, also die 3 werde ich nehmen. Die 3. Das heißt, eigene Zielkarten. Das sind ja die oben, die 3, die werde ich jetzt werten. Geschlossene Mauer habe ich geschafft. Ne? Da kriege ich dann 7 Punkte. Je 3 Steine. Ich habe 6 Steine. Das heißt, ich kriege da 6 Punkte. Und je 3 Münzen. Ich habe 5 Münzen, da kriege ich dann also nur 3 Punkte. Das heißt, ich habe hier 16 Punkte. Zwergenkarten in der Mitte, das sind ja diese hier, diese Zielkarten von der Mitte. Mauer habe ich geschafft und 4 Tavernen und 10 Zwerge habe ich auch. Alles okay. 10 Zwerge habe ich auch und 4 Tavernen habe ich auch. Das heißt, hier kriege ich dann auf jeden Fall die 14 Punkte. Hier haben wir ja vier Felder. Das liegt daran, weil, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, man kann entweder 2, 3 oder 4 Karten von den Zielkarten jeweils haben. So, die habe ich erreicht. Und jetzt muss ich hier noch gucken, je 3 zusammenhängende Minen. Ne? Und ich habe hier einmal, zweimal, wo habe ich noch welche? Hier 3, 4. 4 mal 3 sind 12. Das heißt, ich habe 20, 26 Punkte. So, und hier ist jetzt, das kommt hier noch dieses meiste Tavernen. Ich habe, das war ja das mit dieser Mehrheit. Ne? Die Mehrheit ist, das war genau, das war jetzt die meisten Tavernen. Da ist das 6 Tavernen, habe ich erreicht. Da kriege ich also die 7 Punkte und die meisten Schmiede sind 7 Schmiede. Die habe ich auch erreicht, ja. Habe also Tavernen und Schmiede beide erreicht. Da ist ja bei der Solo-Regel, ne, das ist ja da anders, 7 und 4. Baum gefällt habe ich ja jetzt quasi nur den und der hat 0 Minuspunkte. Das heißt, ich rechne das jetzt zusammen. Jetzt kommt wieder die Matheaufgabe. Das ist dann 20, 40, 46, 46. Und 7 sind 53, also knapp vorbei, würde ich sagen. Was stand jetzt in der Regel drin? Also 60 Punkte hätte ich erreichen müssen bei 2 Zwergenkarten. Ich habe 60 geschafft. Okay, ich war abgelenkt, ich habe geredet und deswegen habe ich halt nur 53 geschafft. Ne? Aber das war halt, ja. So ist das halt, wenn man zusätzlich redet und sich nicht drauf konzentriert. Ne? Aber so im Rennen, also im Ganzen ist es so,
dass man halt hier die einzelnen Phasen mit den Karten gut gezeigt bekommt. Und hier das mit dem Einzeichnen. Klar, man hat dann nach und nach ein Gefühl für. Aber ihr seht, es ist ziemlich voll. Und da gibt es ja dann die anderen Spielvariationen. Hier zum Beispiel, wo haben wir das? Die kleine Lichtung. Da werden 16 Felder weggestrichen. Und dann gibt es noch die noch kleinere Lichtung. Da werden 32 Felder weggestrichen. Quatsch, stehen noch somit 32 Felder weniger zur Verfügung. Doch ja, beim zweiten, genau. Also wird es dann immer schwieriger. Das habe ich aber noch nicht gespielt mit Thorsten. Das muss ich noch ausprobieren. Und dann gibt es halt noch verschiedene Varianten. Einmal die fortgeschrittenen Bauvariante und dann die Spielvariante, die fiesen Zwerge für mehr Interaktion. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man das oft genug jetzt schon alleine oder zu zweit oder so gespielt hat, wenn man dann sich quasi beim Kartendraften dann böse wie man ist, eine Karte wegdraften kann. Das ist vom Mechanismus so wie bei Monster, wie heißen die? Monsterspiel, Big Monster, genau, mein Gott, die ganzen Monsterspiele. Bei Big Monster haben wir es ja auch beim Draften, dass man da eine Karte, ein so ein Ding wegnimmt dem anderen. Und hier ist halt auch die Möglichkeit, dass man das halt auch kann, dass man halt beim Draften jemanden eine Karte entsorgen kann. Das ist eine gemeine Variation, die werden wir auch noch mal auf jeden Fall, Thorsten, sich ausprobieren. Wenn wir mit mehreren Leuten spielen, wenn Freunde da sind, werden wir es bestimmt auch machen. Die meisten, mit denen wir spielen, die können das alle auch ab. Ich bin immer die, die am meisten jammert. Am Anfang tue ich immer am meisten den Mund aufmachen und beim Spielen bin ich diejenige, die am meisten am Jammern ist, weil sie vorher eine große Klappe hatte. Ja, so ist das. Ja, das ist jetzt so quasi der Solo-Modus, ne? Und mit zwei Karten. Und wie gesagt, man kann es sich immer schwieriger machen, man kann auf mehr Karten gehen, man kann es sich schwieriger machen, indem man halt einzelne Felder wegnimmt. Und ja, das ist zwar, ja, Zwergendorf. Und ja, ich schalte jetzt mal auch mal wieder auf die Just Chatting. So, wieder zurück. Und ja, wenn ihr da jetzt eine Frage zu habt, zu dem Ganzen, könnt ihr gerne stellen. Vielleicht kann ich es beantworten oder falls Rita noch da ist, kann sie gerne auch beantworten. Ja, ansonsten, ich persönlich kann jetzt schon mal zu dem Spiel sagen, ich habe ja jetzt so die erste, ja, es wird jetzt keine Rezension sein, keine, aber ich kann ja schon mal so ein bisschen spoilern und einfach mal schon mal meine Meinung zu dem Spiel sagen. Ja, aber am Anfang hat man gedacht, gut, man sieht ja eigentlich, ich meine, auf der Grafik, ne, sieht man ja schon, hier die Zwerge, die sind zwar süß, aber die gucken doch schon der Zwerg zum Beispiel, der guckt doch schon so ein bisschen hinterhältig, oder? Und hier, Rita, das bist du doch bestimmt, oder? Sollst du das sein? Sollst du das sein? Bestimmt, ne? Aber was ich sagen wollte, die sind ja ganz süß gezeichnet eigentlich. Man denkt dann erst, ach ja, so ein süßes Zwergenspiel. Man denkt so ein bisschen an Gartenzwerge oder so und aber dann ist es auf einmal so, dass man sich dann doch ärgert. Also beim zweiten Spiel, da hätte ich einmal am liebsten den Flipptisch gemacht, weil ich mich so geärgert habe. Aber dann war natürlich die Herausforderung, beim nächsten Mal es besser zu machen. Hat dann auch gut geklappt. Und ich finde also diese Mechanik, finde ich ganz schön. Auch dieses, dass man dann halt am Zeichnen ist. Irgendwie kann man da so ein bisschen auch abschalten, finde ich. Ne, so ein Krickelbilder macht man ja auch gerne. Früher beim Telefonieren hat man das gemacht. Heutzutage macht man es nicht mehr. Heutzutage tut man vielleicht beim Telefonieren nebenbei noch mit dem Handy scrollen oder so, wischen. Keine Ahnung, das mache ich auch nicht. Aber der eine oder andere macht es. Und ja, da kann man so ein bisschen abspannen, wenn man halt so ein bisschen rumzeichnet. Und hier dieses. Dass man hier oben quasi noch hier das so reinzeichnen kann, hier sein eigenes Gesicht, ne, Selbstporträt machen kann, finde ich auch ganz witzig, sich selber als Zwerg hinzuzeichnen. Ja, von der Mechanik her, der ein oder andere weiß ja, jetzt ich persönlich finde ja, ich arbeite ja gerne mit Karten, lieber als mit Würfel. Und deswegen finde ich das auch sehr angenehm. Ist halt auch ein ruhiges Spiel, als wenn der Würfel klappern würde. Also das mag ich halt bei Karten spielen. Karten draften mag ich sowieso ganz gerne. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste
nächsten Abende, wenn ich dann mit Thorsten mal die fortgeschrittene Version ausprobiere oder halt mit Freunden. Und ja. Was Boardgame Bee? Also die Grafik holt dich leider nicht so ab. Ja, wie meinst du das? Meinst du jetzt hier von dem Blog, meinst du das? Meinst du das hier? Also ich finde, es ist strukturiert, ist nicht zu viel drauf. Man sieht einiges. Das Einzige, was ich so anzumerken hätte, eine kleine Sache, die ich anzumerken hätte, wäre, mir hätte hier oben noch so eine C-Leiste, hätte ich noch gut gefunden. Ne? Also so eine C-Leiste, damit man nicht immer nachzählen muss, wie viel Kreuzchen man gemacht hat, dass man halt weiß, wie viele Ressourcen man hat quasi oder wie viel, was man bauen muss. Ne? Ich habe mir jetzt hier selbst eingezeichnet, hier gerade, habt ihr ja mitgekriegt, ich habe mir hier oben eine 6 reingemacht, damit ich ungefähr weiß, wie weit das ist. Also das hätte ich hier oben noch gern gehabt, hier so eine, das, aber meckern auf hohem Niveau, wenn man so schön sagt. Ne? Ah, okay. Gut. Ja, es ist speziell, ist speziell. Auf der anderen Seite sticht es halt vielleicht auch ein bisschen hervor. Ne? Ja, aber gerade in solchen Sachen sind natürlich auch immer Geschmackssache, das stimmt, ja. Ah, okay. Wirst du es dann also auch spielen? Also du hast es schon getestet, hast es auch in verschiedenen Variationen getestet, Board Game Bee, oder hast du das nur einmal gespielt? Ach, Rita, du freust dich auch. Ach so, hast du dein Exemplar auch noch nicht gekriegt, Rita? Also, das sind, ja gut, das sind ja, glaube ich, auch erst nur Vorexemplare, ne? Ja. Ja, also, war schön mit euch, das Ganze hier zu besprechen. Ach ja, ich muss wieder trinken. Thorsten hat wieder Wasser Marsch ja, genau. Ich trinke zu wenig, deswegen habe ich die Sprachfehler hier. Ich muss ein bisschen was Wasser trinken. Thorsten hat ja schon dafür Quietschi-Punkte eingesetzt. Und so, dann Prösterchen Wasser. Ach so, in Würfel und Zucker konntest du den Prototypen testen. Aha, im Moment gibt es nur zwei Prototypen, die unterwegs sind. Oh, dann fühle ich mich ja sehr geschmeichelt, dass wir das hier haben zum Testen. Das ist jetzt sehr lieb. Das freut uns ja. Aber wir haben es auch relativ, ne? Wir haben es, wann haben wir es gekriegt? Letzte Woche. Ne? Also, ja, haben auch jetzt schon hier gezeigt und haben es auch schon geübt. Und der Stream, der wird hinterher auch auf YouTube, werde ich ihn auf jeden Fall hochladen. Ach, Sunny, du bist auch noch da. Schön. Denkst du, das Spiel wird dir gefallen? Ja. Wirst du das dann auch mit der Ärgervariation spielen oder die Basisversion? Beziehungsweise spielst du es dann nur alleine, Sunny? Ja, das Vorab-Exemplar ist ja auch noch nicht fertig, ne? Das haben die ja sogar, das hat ja sogar Skellig Games hier selbst zusammengeklebt, haben sie geschrieben, ne? Also. Also. Ja, super. Ja, auf die Ärgervariante, da freuen wir uns auch schon. Also da bin ich auch schon sehr gespannt. Ah, Sunny, magst du auch gerne mal Ärgerspiele? Aber bist du dann auch so wie ich, große Klappe, Ärgerspiel spielen wollen und dann hinterher doch den Kürzeren ziehen? Ich foppe ja manchmal die Mitspieler hier am Tisch immer so ein bisschen. Und dann sind sie immer sehr geneigt, gegen mich zu spielen, habe ich manchmal das Gefühl, weil ich den Mund zu voll nehme. Aber so ist das. Ja, prima.
Ja, nächste Woche werde ich bestimmt auch wieder mir ein Solospiel vornehmen. Und ja, schön, dass du eingeschaltet hast, Rita. Wünsche dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend. Schön, dass du mitgeholfen hast hier, mitgeschrieben hast. Aber ich bin auch ins Schwitzen gekommen hier, ne? Also hier Studiolampen, draußen ist es immer noch warm. Vorhin war ich erstmal hier total nervös, ob ich überhaupt heute streamen kann, weil Handwerker bei uns auf dem Balkon rumhantiert haben. Wir haben nämlich im Moment immer noch Handwerker und den ganzen Tag vormittags und so hört man hier immer nur Gehämmer und so. Deswegen kann ich keine Videos drehen oder nicht so, wie ich will, sondern erst abends. Und ja, das ist halt quasi im Moment so. Ja, jetzt am Wochenende werden Thorsten und ich unterwegs sein. Da geht's in den Osten Richtung Merseburg. Das ist ja da oben bei Leipzig. Ich war schon lange nicht mehr bei Leipzig. Da oben war ich mal vor vielen Jahren. Da war ich mal, habe ich hier und da Sachen angeguckt. Aber ich glaube, das ist schon lange her, wo ich das letzte Mal oben war. Wir sind ja bei den Direx-Tagen. Von Freitag auf Sonntag ist das. Da werden wir bestimmt auch einiges Neues kennenlernen und uns Neues anschauen. Wir sind schon sehr gespannt. Und wen wir auch, mit wem wir uns da alles treffen, wird bestimmt ganz lustig. Die Hinfahrt wird bestimmt schon lustig. Da werden wir mit dem Olli, mit dem Brettspiel-Teddy, mit dem werden wir zusammen hinfahren. Und das ist ja von hier, von Essen, ich weiß nicht, 400 Kilometer oder so. Haben wir also eine längere Strecke vor uns. Thorsten hat sich extra Urlaub genommen und ja, das wird richtig spannend. Und dann haben wir noch Mitte des Monats sind wir dann noch in Bonn ein Wochenende und da sind wir in Bonn bei den Queen Games Presse-Event. Das wird dann auch Samstag, Sonntags. Wird auch super toll. Und da sind wir auch schon sehr gespannt, was wir da für Spiele gezeigt bekommen. Und Stefan Schellen ist dann da und wird bestimmt lustig das Wochenende. Und ja, und einer meiner Lieblingsspiele von Queen Games, der Autor wird auch da sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Einer meiner Lieblingsspiele, ich habe ja auch von Queen Games auch mehrere Spiele, die ich gerne spiele. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige das mal in die Kamera. Guck mal eben. Da bin ich wieder. ich musste gerade erstmal den Tritt holen, weil es war eins meiner Lieblingsspiele, aber es ist oben auf dem Schrank. Das haben wir euch schon mal gezeigt. Das ist nämlich Eggetorf. Das ist eins meiner Lieblingsspiele von Queen Games. Und der Autor, der dir kennt, der wird auch da sein bei dem Presse-Event bei Queen Games. Da freue ich mich schon drauf. Und Eggetorp ist halt ja ein Wikinger-Spiel, was ich sehr gerne spiele. Bringt mich aus der Atem, weil ich gerade das Tritt geholt habe und draufgestiegen bin. Puh, ganz schön kurzatmig hier. Atmig. Ja, der wird auf jeden Fall auch da sein. Aber das ist erst ja, Mitte des Monats. Und da sind wir dann auch. Also wir sind schon quasi, die Messe Spielessen hat noch nicht begonnen und wir sind schon mitten im Pressetrubel und werden aber euch dann natürlich auch von berichten, was wir denn da so Neues sehen und natürlich Handy, Kamera wird dabei sein. Und ach Sani, bei euch in der Nähe, wohl bei dir in der Nähe, wohnst du in der Nähe von Leipzig? Wo wir jetzt am Wochenende sind, in Merseburg. Ja, wir sind gespannt. Merseburg, jetzt am Wochenende bei den Birex-Tagen. Wir haben uns kein extra Hotel genommen. Wir haben uns da wir haben uns in die Burg einquartiert. Ist wohl abenteuerlich. Aber warum nicht, ne? Also wir wollten jetzt kein extra Hotel. Wir haben dann das Angebot da vor Ort genommen. Und man ist ja noch jung und dann, wir sind gespannt, wer uns mit uns aufs Zimmer kommt. Wir haben nämlich, da ist so wie so eine Jugendherberge-Style, ist das ein Mehrbettzimmer. Wir sind da zu dritt in einem Zimmer. Wer auch immer dann da die dritte Person ist, vielleicht ist ja sogar der Olli. Der Olli ist ja auch alleine. Müsste mal, ach nee, der Olli hat bestimmt ein extra Hotel. Der ist ja meistens im extra Hotel. Ach, mal gucken, wer bei uns dann mit im Zimmer ist. Also sind wir aber gespannt. Wird bestimmt lustig. Aber auch davon werden wir euch natürlich berichten, auf dem Laufenden halten. Und ja,
Jetzt schaue ich gerade mal auf die Uhr. Boah, ich bin ja schon fast 2 Stunden sind wir hier bald live. Und ich merke, meine Stimme geht langsam weg. Und ich muss heute noch, ich habe ja noch einen anderen Kanal, noch ein anderes Projekt, viele Projekte. Ich muss heute noch ein Video zu Ende drehen für ein anderes Thema. Und ich muss jetzt mal gucken, dass ich wieder leicht Stimme kriege. Vielleicht ein bisschen Honig essen oder so. Und ja, genau, Sunny. Deswegen, das ist jetzt so langsam der Abschied. Und ich gucke gleich mal, wo wir denn zusammen hingehen. Ob wir irgendwo zusammen ja, hinraiden. Ich sehe gerade, ja, wir könnten, wenn ihr Lust habt, können wir mal gucken, was der Kavau-TV, was der macht. Da können wir ja gerne mal reinschauen. Der ist gerade online, sehe ich gerade. Ich meine, der wird es nicht merken mit seiner großen Auezahl. Wenn wir da hinraiden, wird er das nicht merken. Vielleicht ja doch. Aber egal, wir machen das einfach mal. Und ja, ich danke für euer Interesse und finde es toll, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich bin gespannt, wie dann das, wie ja, Exemplare aussehen hinterher, wenn das Zwergen doch fertig ist und im Handel ist, wie das dann aussieht, was da jetzt noch geändert wurde oder so. Und ja, wir haben ja nur Vorab-Exemplar mit sogar so ein paar Zettelchen dabei, so ein paar Drucke. Ganz süß. Ja, also, wir schauen jetzt mal zusammen bei Kavau TV rein. Ich werde jetzt mal gucken, Kanal reden. Ich weiß gar nicht, ob er das, ja, das. Ach, der ist wieder in der Küche, der ist am Kochen. Ja, super. Mensch, der ist viel zu weit weg. Da würde ich ja gerne mal, da würde ich ja gerne mal dabei sein. Also, ich gehe jetzt mal auf Raid beginnen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja und Familienunterricht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Kavau TV. Und da schaue ich jetzt auch rein, was er denn in der Küche am Kochen ist. Und ja, bereit zum Raiden in ein paar Sekunden. Und wie gesagt, danke, dass ihr reingeschaut habt. Und ja, jetzt geht er, jetzt reden. Also, tschüssi, Kowski, bis denn mal. Ciao.